Hallo ihr da draußen, ich habe ein schnelles Eye of the Day oder Face of the Day für euch. Und zwar trage ich heute wie immer mein Cake-Make-up von Grimace in der Farbe B1. Und dann habe ich ja ganz neu meinen Hoola-Bronzer. Und damit habe ich mein Gesicht so konturiert in einer Reihe aufgetragen. Und mich wundert es, ich dachte immer, der ist dunkler, aber es ist eine recht gute Farbe für mich. Der sieht so aus. Und den Hoola Bronzer habe ich auch in der Lidfalte aufgetragen, um einfach dem Auge mehr Tiefe zu verleihen. So, auf den Augen habe ich aus der Sleek On Naturelle Palette, die liebe ich total, diese Farbe hier, also diese hellste Farbe. Und die habe ich am ganzen Lid aufgetragen, in der Lidfalte eben den Hoola Bronzer. Ich war schon wieder zu schnell. Als Base habe ich natürlich auf das Auge die Shadow Insurance von Too Faced aufgetragen. Dann habe ich eben einen Eyeliner gezogen mit dem Kiko Definition Waterproof Eyeliner. Der ist super gut, aber das war eine LE und der ist auch wirklich wasserfest. Also der hält den ganzen Tag und da habe ich einfach so ein, wie soll ich sagen, so einen Spitz gezogen und bin dann mit dem schwarzmatten Lidschatten aus der On Naturelle Palette nochmal so ein wenig darüber gegangen und habe das so nach innen verblendet. Es ist sicher nicht hundertprozentig gleichmäßig, aber das ist es ja irgendwie nie, wenn man sich einen Eyeliner-Strich zieht. Meine Augenbrauen habe ich mit dem Brow Fix von Milani nachgezogen. Da nehme ich immer die mittlere Farbe und man sieht auch, dass ich die wirklich oft benutze. Als Highlighter habe ich auch neu mein Mineralized Skin Finish von MAC in der Farbe Soft and Gentle aufgetragen. Das habe ich eben hier so aufgetragen. Ich hoffe, man sieht es und mir gefällt der Effekt super, super gut. Und dann habe ich noch von ELF, ich habe heute voll viel benutzt, aber ich habe einfach so viel mitgenommen und wollte auch alles drauf klatschen. Von ELF diesen Gather Glow, den habe ich unter der Augenbraue aufgetragen und im Innenwinkel. Meine Wimpern habe ich mit der Catrice Multi Action getuscht und auf den Lippen trage ich von Revlon die Farbe Fire and Ice. Das ist ein Creme Finish. Und ich finde den super. Von der Qualität super, von der Farbe super. Mag ich ganz, ganz gerne. Und das war's schon wieder. Meine Haare habe ich hier so geflochten. Dann, so könnt ihr es vielleicht besser sehen, dann habe ich die einfach hier zusammengebunden, damit das so hält, und die anderen Haare so drüber geworfen. Also auch recht einfach die Frisur. Aber ich finde, das ist so ein bisschen so rockschick. Das mag ich ganz gerne. Ja, und das war's schon wieder mit meinem kurzen Face of the Day. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich über Kommentare. Bis bald. Tschüss.